Ihr hört die Rush Hour am Mittwochnachmittag. Mein Name ist Tim Neumann und wir schauen uns gleich ein Konzert von gestern Abend noch ein bisschen genau an. Da hat nämlich Arthur in Köln gespielt. Was genau da los war, unser Kollege war dabei und berichtet von da aus genauer. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Detroit Cobras mit Last Night. Ja, 2001 gab es hier so ein paar Studis, die irgendwie Bock auf Radio hatten und sich, ja, Bock hatten, Radio zu machen. Und die Möglichkeit gab es hier noch nicht. Und die dachten sich dann, auch wenn es das in anderen Städten gibt, dann soll es das auch hier geben. Und so hat sich dann hier Hochschulradio Düsseldorf gegründet, dann auch mit einem Verein dahinter, der das Ganze trägt. Und so senden wir jetzt hier seit 16 Jahren. Wer hier mitmachen möchte, muss eigentlich nur Student oder Studentin an einer der Hochschulen sein, hier in Düsseldorf an einer der staatlichen Hochschulen, und kann dann eigentlich sagen, jo, ich habe Bock auf Radio. Und dann kann derjenige hier vorbeikommen, sich das angucken, kann mal reinschnuppern, um zu gucken, ob das wirklich was für denjenigen oder diejenige ist. Und dann bieten wir einen Einsteigerkurs an, wo wir dann der Person die Grundlagen beibringen, die ganze Theorie und was dazugehört, aber halt auch direkt die Praxis, also wie geht man mit der Technik richtig um und wie erstellt man seinen ersten eigenen Beitrag. Und das ist dann auch wirklich das Ergebnis dieses Kurses, dass dieser erste eigene Beitrag dasteht, und dann kann es eigentlich auch direkt losgehen und dann kann man hier direkt on air gehen.